und sie sicherlich hinten was Schönes zu trinken und zu essen bekommen und alle Installationen anschauen. Freuen wir uns, wenn sie uns noch vielleicht 5 Minuten geben. Und ich würde jetzt gerne an Herrn Wilkens abgeben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Jessen. Herzlich willkommen im Märkischen Viertel und herzlich willkommen zum Festival of Lights. In den kommenden 10 Nächten werden wir hier Lichtinstallationen erleben und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten mit Licht ausprobieren und sehen, wie toll Licht wirkt. In Berlin findet das Festival of Lights zum 13. Mal statt, hier im Märkischen Viertel zum 2. Mal. Und wir hoffen, dass wir neben ganz vielen Wahrzeichen auch zu einer leuchtenden Bühne werden. Danke sehr, Herr Wilkens. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich heute Abend. Ja, ich will Sie gar nicht mit Technik großartig langweilen, sondern Ihnen auch das Programm näher bringen. Was erwartet Sie in den nächsten 10 Tagen? Erwartet Sie ein wunderbares Programm, was von den Mitarbeitern der Gesobau aufgestellt wurde. Und das Besondere ist, dass die Mitarbeiter der Gesobau auch Sie in den nächsten 10 Tagen durch diese Programme führen. Ja, vielen Dank, Herr Unger, für die Übersicht für das Programm. Ich glaube, wir haben ein Programm zusammengestellt, was sehr bunt ist, was auch die Buntheit des Märkischen Viertels reflektiert mit 110 Nationen, über 50.000 Menschen, die hier im Viertel wohnen. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Herr Unger hat Ihnen ja die ganzen Termine schon vorgetragen. Ich glaube, es hatte keiner die Chance, alles mitzuschreiben. Deswegen haben wir an verschiedenen Stellen auch nochmal Informationen ausliegen. Es gibt Programmzettel, wo alles nochmal aufgeschrieben ist. Diese finden Sie unter anderem in der 4. Box.